Sinn und Zweck meiner Videos ist es ja, Männern vielleicht verloren gegangenes Selbstvertrauen zurückzugeben und die natürlichen Wesenszüge von Mann und Frau zu unterstützen. So eben, dass Frauen wirklich natürlich weiblich und Männer Männer sein können. Okay, also dass sich die Zeiten im Hinblick auf das Mann-Frau-Verhältnis in den letzten Dekaden geändert haben, naja, das ist ja ganz offensichtlich. In der Moderne ist eben der ganze Schutz- und Versorgerauftrag des Mannes in den Hintergrund getreten. Das ist ja ein ganz typisches zivilisatorisches Problem und Phänomen. Die vermeintliche Angleichung hat man ja spätestens seit den 68ern als Errungenschaft gefeiert, indem man die altbekannte Unterdrückungsthese propagiert hat, was man ja eigentlich bis zum heutigen Tage tut. Bevor hier aber der ein oder andere nur Frauen in die Pflicht nimmt und denen den schwarzen Peter zuschiebt, sollten Männer vielleicht eher auf sich selbst schauen. In all diesen liberalen Bewegungen standen ja im Wesentlichen Männer an der Spitze. Und ja, diese ganze vermeintliche Angleichung, die ist ja eigentlich ohnehin nur eine Chimäre und zum Glück niemals eine de facto Gleichheit. Man arbeitet hier halt sehr viel mit Suggestion, wenn man behauptet, dass Frauen wirklich alles exakt genauso gut können wie Männer. Und mit dieser These Frauen dann auch weg von der Familie und Partnerschaft in die Karriere presst. Diese Gleichheitsthese, die scheitert dann ja auch so ziemlich in allen Aspekten der Realität. Allein wenn man sich die freiwillig gewählten Berufsfelder von Mann und Frau anguckt, sieht man, dass Frauen hauptsächlich in sozialen, in pädagogischen und verwalterischen Bereichen tätig sind, während Männer nach wie vor in Bauwesen, in der Industrie und naturwissenschaftlichen Gebieten dominieren. Beides mit überwältigender Tendenz. All das ist ja offenkundig. Aber was hat das mit dem Respekt der Frauen gegenüber Männern zu tun? Naja, ich finde, es geht vielen Männern hier ganz klar um das Gefühl des Gebrauchtwerdens. Und wenn man eben propagiert, dass Frauen alles genauso gut können und viel wichtiger noch können wollen, dann fühlen sich viele Männer eben nicht gebraucht oder schlichtweg obsolet. Wie gesagt, in der Praxis wollen das Frauen eigentlich gar nicht und auch in puncto wirtschaftlicher Wertschöpfung hat sich kaum etwas geändert. Du kannst dir ja mal selbst ausmalen, welche Gesellschaft längeren Bestand hätte, bevor sie zusammenbricht. Wenn A von heute auf morgen alle Männer ihrer Arbeit fernblieben oder B, wenn Frauen das täten. Naja, mir geht's ja um Sachlichkeit und der eigentliche Kern dessen, was wirklich verlustig gegangen ist, ist der Selbstrespekt von Männern. Denn wenn du dich nicht selbst respektierst, dann kannst du auch keinen Respekt von anderen erwarten. Die liberalen Flausen von damals und heute, die haben sich nicht nur Männer ausgedacht, sondern ja auch selbst mitgemacht. Und vielleicht ist es einfach nur Zeit, sich die eigenen angeborenen Wesenszüge und Tugenden wieder bewusst zu machen. Allein damit würde der Selbstrespekt schon wieder in die Höhe schießen.